Moin und herzlich willkommen zu unserer heutigen Gartensprechstunde Rat und Tat zum Thema Kalk. Wir beschäftigen uns heute mit den Fragen, wann kalke ich, warum kalke ich überhaupt und welcher Kalk ist für welche Anwendung geeignet. Den meisten dürfte wahrscheinlich das Anheben des pH-Werts bekannt sein. Saure Böden werden weniger sauer. Es gibt kalkliebende Pflanzen wie Ahorn oder Buchsbaum, die mehr Kalk im Boden vertragen, aber auch säureliebende Pflanzen wie Rhododendron oder Azaleen. Die brauchen im Grunde überhaupt gar nicht gekalkt werden. Das ist eher sogar schädlich. Die meisten Pflanzen fühlen sich in einem pH-Wert von 6 bis 6,5 ungefähr wohl. Beim Rasen ist es auch der Fall. Hier ist der optimale pH-Wert bei 6,2 ungefähr anzusetzen. Je nach Bodenstruktur und Bodenart variiert das ein bisschen, aber das ist ein Wert zur Orientierung. Um den pH-Wert festzustellen, haben wir das Bodenanalyse-Testset. Gleichzeitig wird neben dem pH-Wert auch die allgemeine Nährstoffversorgung überprüft. So hat man einen Gesamteindruck des Bodens, am besten durchzuführen am Anfang der Saison, bevor man die Pflegemaßnahmen einleitet. Was weniger bekannt ist, ist der Einfluss von Kalk auf die Bodenstruktur. Der Boden setzt sich aus vielen verschiedenen Fraktionen zusammen. Grob gesagt dem mineralischen Bestandteil, der sich in die Korngrößen Sand, Schluff und Ton einteilt. Also Sand ganz grob, Ton ganz fein. Und den Humusbestandteil. Und Kalk sorgt im Grunde dafür, dass diese beiden Bestandteile sich miteinander verbinden und stabile Strukturen schaffen. Das heißt, man kriegt ein schönes, krümeliges Gefüge im Boden, das nicht nur die Luftführung verbessert, nicht nur die Wasserführung verbessert, sondern gleichzeitig auch dafür sorgt, dass mehrere Nährstoffe gespeichert werden können und für die Pflanzen verfügbar gemacht werden. Das heißt, Kalk wirkt auch als eine Art Stabilisator im Boden. Nebenher wird außerdem durch den erhöhten pH-Wert die bessere Struktur das Bodenleben gefördert. Das fühlt sich natürlich auch in sauren Bereichen nicht besonders wohl. Und durch die Kalkung bringt man mehr Aktivität in den Boden. Ob es Regenwürmer sind, Mikroorganismen, alles was im Boden so kreucht und fleucht, fühlt sich direkt wohler, ist aktiver und setzt damit natürlich im Endeffekt auch Nährstoffe frei, die im Endeffekt den Pflanzen zugutekommen. Wann sollte also gekalkt werden? Normalerweise ist es so, dass über die Niederschläge im Winter extrem viel Kalk ausgewaschen wird. Das können 30 bis 40 Gramm pro Quadratmeter sein. Das heißt, im Frühjahr oder späten Winter, sobald kein Schnee mehr liegt, der Boden nicht mehr eingefroren ist, so nicht mehr allzu feucht sein sollte, ab dann kann gekalkt werden. Normalerweise Ende Februar, Anfang März. Für Rasenflächen empfehlen wir den Grünkalk. Er hat eine sehr schöne Struktur, lässt sich gut ausbringen, ist in einer Korngröße zwischen 1,5 bis 2,5 mm, löst sich schnell auf, kann direkt wirken, aber wirkt auch gleichzeitig die ganze Saison lang. Gleichzeitig sind 30% Magnesium enthalten, das heißt, es wird eine schöne tiefgrüne Farbe erreicht, was die Attraktivität der Fläche einfach erhöht. Für Gemüsebeete wiederum empfehlen wir den vitalisierenden Meereskalk, der ist nochmal wesentlich feiner strukturiert, lässt sich einfach mit der Hand ausbringen und löst sich dann entsprechend schnell auf. Gerade bei Hochgemüse wie Tomaten, Zucchini ist eine vernünftige Kalkversorgung einfach ausschlaggebend. Viele kennen es vielleicht von Tomaten, wenn die Unterseite leicht schwärzlich wird. Das ist ein physiologischer Kalziummangel. Das ist die sogenannte Fruchtendfäule und die kann man sehr gut mit einer Kalkung beheben. Wenn ihr mehr über das Thema Garten und Kalken erfahren wollt, schaut gerne auf unserer Website vorbei. Ihr findet den Link in der Bio. Ansonsten kommt das nächste Video in 2 Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin bleibt sicher. Macht's gut.